Hallo und schön, dass ihr heute wieder bei World of Warships dabei seid. Heute schauen wir uns eines meiner liebsten Schiffe derzeit an, und zwar den Tier 6 oder das Tier 6 Premium Schlachtschiff Dünnkirchen. Ich sag bewusst Dünnkirchen, weil wenn ich es richtig aussprechen will, dann werde ich ihn noch wieder verbessern. Also sage ich Dünnkirchen und bin auf der sicheren Seite. So, erstmal wird hier ein bisschen gespult. Er ist hier Top-Tier. Ah, der ist noch etwas optimistisch, habe ich so das Gefühl. Ist hier Top-Tier. 6er, 5er Gefecht, also von dem her sollte er da was reißen können. Und wir sehen hier auch schon direkt die ersten Flugzeuge auch in der Luft. Da geht es gleich ordentliches Dogfight los und man sieht hier gleich eine der Stärken von dem Schiff. Die gute Manövrierfähigkeit, somit kriegt er gar keinen Torpedo ab und konnte dementsprechend sich hier dem ersten Schaden erwehren. Und er schreibt auch gleich Fang CV, also er weiß auch natürlich, dass er hier die Unterstützung vom eigenen Flugzeugträger bekommen hat. Sehr schön, sehr wichtig. Und zeigt auch mal wieder, hier, Stimmung ist optimal, so gehört sich das für einen Spieler. Kein Flame, alles gut. So, wer kommt denn da und kreuzt? Ne, König, alles okay. So. Wieder die Flugzeuge hier über ihm, aber diesmal alle von seinem Team, also halb so wild. Oh, da ist eine Kongo. Und da kriegt er jetzt Schüsse aus dem Rauch heraus. Kommt darauf nicht drauf. Wartet jetzt auf die Bajoni oder auf die Menekase. Da gehen wir jetzt wieder in die richtige Geschwindigkeit vom Spiel. Startet den Katapultjäger, um da ein bisschen mehr Sicht auch zu bekommen. Minikase steht da jetzt und kommt jetzt gleich rum. Er kann alle seine Kanonen vorne positionieren. Leider hat er noch AP geladen gehabt. Und da sieht er jetzt schon die Torpedos. Frühzeitig werden die aufgedeckt durch den Flugzeugträger. Aber trotzdem in der Bewegung unschön. Dreh ein, schnell. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Und er schafft's. Sehr gut. Perfekt, so soll es sein. Und da kann er sich eigentlich seinem Flugzeugträger nochmal danken. Jetzt hat er die HE-Munition, die er gerade gebraucht hätte, auf die Kongo geschossen. Lädt aber jetzt auch wieder AP und bewegt sich wohl auch langsam wieder nach vorne. Ne, er bleibt hier in der Rückwärtsbewegung. Ja, jetzt doch wird die Geschwindigkeit wieder merklich langsamer. Und kann sich da gleich wieder dem Gegner beschießen widmen. Oh ja, die dreht gut ein. Das könnte gleich mal einen satten Treffer mit sich bringen. Und oh, wir sehen hier die schöne Ansicht, die gefällt mir gut. Aber hat leider nichts gebracht, außer der guten Optik gedient. Denn die gehen hier ins Wasser. So, noch kann er. Oh, die Kirov. Ich würde auf die Kirov schießen. Mach nicht die Kongo. Nein. Ach so, er hatte HE. Okay, ich habe nichts gesagt. Also mit AP wäre das auch wieder ein tolles, schönes Ziel gewesen. Brennt hier aber, oder bringt die Kongo einmal zum Brennen und wieder Torpedos im Wasser. Und ich glaube, diesmal, da kann er es leider nicht umgehen. Einen Torpedo wird er da definitiv abbekommen. Jo, 10.000 Schaden. Wichtig sind, dass die anderen da rechts nicht treffen. Oh, wieder. Boah, knapp. Unglaublich knapp wieder. So, was passiert da drüben mit der Farragut? Da ist natürlich die König ganz nah dran. Und
die Mine Kase, die nervt ihn da schon stark. Die ganze Zeit kommen hier die Torpedos rein auf ihn. Ja, die Torpedos, die laufen auch noch vorher aus. Gut so. König konnte jetzt die Ferragutter rausnehmen. Und jetzt hat er AP geladen. Seitlich auf die Kongo. Das könnte schon Spaß bringen. Er lädt jetzt wieder HE. Weiß ich nicht warum, weil man sieht, AP funktioniert sehr gut. Ah, hat sich doch umentschieden, dass er doch bei AP bleibt. Da hinten, ganz entfernt in 22 Kilometer, ist jetzt auch der gegnerische Flugzeugträger offen. Die Minikase kommt mal wieder. Vielleicht ist er auch deswegen immer so mit HE und AP am Hadern, weil er immer noch die Minikase für sich so als Gefahr sieht und hat. Aber langsam wird auf jeden Fall die wirklich nervig. Ja, super schöner Treffer. So soll das sein. Endlich ist er weg. Perfekt. Ideal. Jetzt muss man nur aufpassen. Auch hier werden wieder Torpedos geflogen sein. Eher unwahrscheinlich, dass er noch nicht abgedrückt hat. Ja, da sind sie auch schon. Boah. Auch wieder super demonstriert, was das Schiff kann. Auch hier gerade noch so rumgerissen. Das geht nicht mit jedem Schlachtschiff. Recht weite Distanz, aber das Schöne ist, dass die Granaten angenehm schnell fliegen und dementsprechend kann man da auch einigermaßen gut und planbar da schießen, wobei hier der Schaden nicht so elementar hoch war. Oh, jetzt da die Torpedos. Aber auch hier, er dreht wieder ein. Oh, unglaublich, auch hier. Dank dem Schiff hat er es wieder geschafft, nur einen Torpedo abzubekommen. Mit vielen anderen hätte er da mindestens zwei geschluckt. Perfekt, so soll es einfach sein. Und wie gesagt, ich muss nach wie vor sagen, ich finde dieses Schiff wirklich, wirklich gut. Und hier eine Zitadelle, 10.600 Schaden. Er könnte sich mal heilen. Also da weiß ich nicht, worauf er wartet. Den könnte er dementsprechend wirklich nutzen. Vielleicht hat er noch Angst, dass er brennt, aber das wird ja trotzdem genauso funktionieren. Also, er hat ja noch 5 Ladungen, würde ich eine definitiv jetzt mittlerweile mal anschmeißen. Hinter ihm kommen jetzt schon wieder böse Bomben. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen, die werden auch auf ihn geschmissen werden. Und dann wird er sowieso gleich brennen. Lenkt hier jetzt auch ein. Brennt hier jetzt. Konnte wenigstens noch ein Flugzeug da abschießen. Aber er bleibt dabei, er heilt sich nicht. Also das ist ein bisschen Verschwendung, da könnte man viel früher die Heilung ziehen. Ich glaube, der ist einfach noch so gerade fokussiert, dass er da das einfach nicht so auf dem Schirm hat. Ich würde ja am liebsten gern für ihn T drücken, aber es bringt ja leider nichts. So, und jetzt wieder Torpedos. Also der gegnerische Flugzeugträger, der hat ihn auf jeden Fall lieb. Das kann man nicht anders sagen. Vorne einer. Der hintere geht wieder knapp vorbei. Das ist unglaublich, wie knapp das bei ihm ist. Und da treffen wir beide. Und jetzt endlich wird geheilt. Viel zu spät. Hätte das schon vor einer Minute machen können und könnte dann sozusagen gleich weitermachen. Also das hat zu lange gedauert. Aber was soll's. Da vorne kommt jetzt New Mexico auf ihn zugefahren. Sein Team ist auch wieder sehr kurios. Also allein schon der Spieler da oben im Eck. Das ist zwar einer der Flugzeugträger, aber das bringt auch, da muss er ja so weit seine Flugzeuge mal fahren. Da macht es der andere schon deutlich cleverer. Natürlich einfach mal rüberfahren, weil da oben hat man irgendwann keine Chance mehr zu agieren. So, New Mexico. Schüsse sind raus. Wow! Der war heftig. Der war schön, der war richtig satt. So soll es sein.
Und wieder kommen hier gegnerische Flieger an, aber diesmal passte da auch der Träger mit den Flugzeugen auf und da ist die Staffel weg. Man sieht halt 17 Kilometer Entfernung und nicht mal 9 Sekunden Flugzeit. Das ist schon das Besondere an dem Schiff. So, und er verlangsamt auf jeden Fall jetzt mal die Geschwindigkeit. Will jetzt hier nicht zu sehr zu schnell auf die beiden drauf fahren, weil er ist ganz klar das Fokus-Target. Keines seiner Schiffe oder seiner Mates sind da jetzt dran. Aber auch hier, er könnte jetzt schon lange wieder sich heilen, macht er wieder nicht. Also das ist ganz klar hier meines Erachtens bisher das, was ich dem Spieler vorhalte. Er heilt sich zu spät und nutzt damit kostbare Zeit nicht aus. Jetzt hat er HE gerade geladen. Aber man sieht auch da, jetzt wäre gerade wieder, man kann es halt natürlich nicht immer vorhersehen, aber jetzt wäre AP gerade wieder das Maß der Dinge gewesen. Schön seitlich, perfekt, wobei auch 6000 Schaden und ein Brand natürlich nicht von schlechten Eltern sind. Hinter ihnen dreht jetzt auch langsam wieder der Kreuzer bei, also auch da muss er aufpassen. Jetzt hat er dann gleich von drei Seiten Krieg. So, die Farragut wurde jetzt zerstört und wie gesagt, das wird jetzt nicht leichter. Gerade die Aufteilung von seinem Team ist eher suboptimal. Sind auch nur noch 4 Schiffe, davon 2 Flugzeugträger am Start und sein Mate im Schlachtschiff ist da auf der Achterlinie. Der konzentriert sich wohl gerade auf den Flugzeugträger. Na, und diesmal zwar ein Treffer, aber keine Zitadelle leider. New Mexico schießt hier mit HE. Weicht da schön aus. Alles gut. So, und jetzt dreht sie wieder bei. Das macht sie scheinbar immer so, wenn sie noch hinten nachschießen will. Das ist dann diese Situation, wo man definitiv gut treffen kann. Und mit 2 Granaten hier 5000 Schaden. Jetzt heilt er mal schnell und kriegt damit wichtige Hitpoints auch wieder zurück. So, jetzt macht er fast einen Landgang. Muss da hier aufpassen, dass er sich da nicht falsch manövriert. So, und jetzt wieder New Mexico. Schön seitlich. Oh ja, jetzt kommt und jetzt machen Schaden. Ja, 20.000 Damage. Genau das soll es sein, sobald er seine Seite anbietet, einfach drauf damit. Gefecht endet in 5 Minuten. So, jetzt kommt die New Mexico wieder. Diesmal schießt sie nur vorne. Und er gibt jetzt auch wieder Gas. Beschleunigt da scheinbar auf die New Mexico drauf und ich habe das Gefühl, die dreht schon wieder rein. Tatsächlich. Die lernt es wohl nicht. Dreht jetzt schon wieder bei, zeigt ihm schon wieder die Breitseite. Also, die New Mexico ist absolut lernresistent und muss auch dafür jetzt bestraft werden. Nimm sie raus, zeig uns, was du kannst. Ah, nur 8000. Nur ist natürlich nett gesagt, 8000 ist schon ein schöner Treffer, aber da will man natürlich jetzt einfach mal den weghaben. So, jetzt fahrt sie gleich in die Insel, aber eine Salve geht auf jeden Fall noch gut raus. Na, was wird das denn jetzt? Willst du jetzt die Kongo? Ja, natürlich ist das jetzt hier nicht so schön von hinten reinzuballern, aber da jetzt auf die Kongo da, halte ich jetzt auch für das falsche Ziel. Jetzt genau HE.
wenn sie nämlich so wegfahrt, braucht man nicht mit AP die ganze Zeit hin reinballern, bringt einfach verhältnismäßig weniger. Aber man sieht auch hier, sie dreht jetzt schon wieder. Was, jetzt macht sie einen Landgang? New Mexico, jetzt bist du aber. Ich glaube, die New Mexico ist jetzt einfach mittlerweile wirklich am Angstschweiß angekommen. Auch er könnte wieder hier heilen. So. Da treffen sie alle zweimal einen Brand. Der wird aber wahrscheinlich genau sofort gelöscht. Ich finde es interessant, dass die New Mexico nicht mal auf ihn schießt, sondern sich auf den anderen konzentriert. Aber mit der Salve, da sollte er jetzt spätestens weg sein. Schieß! Jo. Bam, fertig. So soll es sein. Und jetzt heil dich doch, Jung. Heil dich. Also sie liegen ganz minimal hinten mit 10 Tickets. So, jetzt sind sie in den Cap gefahren. Das heißt, jetzt geht das gegnerische Cap-Volumen nicht weiter hoch. Jetzt heilt er sich auch Gott sei Dank endlich wieder. Und dementsprechend, dadurch, dass die jetzt hier cappen, beziehungsweise im Cap stehen, kriegen sie die Tickets, was der Gegner gerade nicht bekommt. Komm, mach die Bogue. Wir wollen die Zither sehen, wir wollen die Zither sehen. Jo, 31.000 Schaden, 3 Zitadellen. Großkaliber Fluch der Ozeane und Unterstützer Buyakasha. So, jetzt ist leider der Flugzeugträger nicht mehr offen. Er pinkt jetzt hin, weil er gern nochmal natürlich den Spot haben will. Da ist er auch schon. He is empty. Okay, das heißt, da ist nichts mehr mit Flugzeugen. Aber die Zerstörung hätte man halt doch auch gerne. Und man will ja auch den Kraken haben, wobei der Krake in einer Minute 10 doch jetzt langsam sehr, sehr schwierig wird. Zum einen braucht er die Bogue, dass da keiner mehr drauf schießt. Oh, jetzt bekommt er hier seitlich nochmal einen dicken Treffer. Letzte Minute ist am Laufen. Naja, da hat er nur mal mit einem Turm geschossen. Der langt und behält sich sozusagen den zweiten Turm für die Kongo jetzt hier. 40 Sekunden. Und Kongo fährt die auch hinter die Insel. Ah, das könnte sein, dass das nicht mehr klappt. Zehn Sekunden, das wird nichts mehr. Aber ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba. Und die Salve gucken wir uns noch an. Und er macht's doch! Sehr schön!